gegrüßt, werte Gemeinde, und herzlich willkommen zu Energy Reviews. Heute mit Monster Java Kona Blend. Der Monster Java Kona Blend ist leider nicht in Deutschland erhältlich, nur in den USA, soweit wir wissen. Wir haben den aber natürlich für euch, aber vor allem für uns, importiert und werden den heute das erste Mal trinken. Wie der Name verrät, gehört der Monster Java Kona Blend zu der Monster Java Reihe. Das ist eine kleine Auswahl von denen. Zwei davon haben wir schon getrunken, den hier noch nicht. Kommt in irgendeinem Review. Java bedeutet bei Monster im Endeffekt Energy vermischt mit Milchgetränken wie beispielsweise Kaffee. Große Frage, was hat es mit dem Namen Kona Blend auf sich? Der teilt sich in zwei Teile. Einmal Kona, den Kaffee-Fetischisten unter euch wird es was sagen. Das ist nämlich Kaffee, eine bestimmte Kaffeesorte, die nur auf Hawaii angebaut wird. Da gibt es zwei Vulkane mit einem sehr fruchtbaren Boden und nur Kaffee, der da angebaut wird, darf sich auch so nennen, macht den halt sehr teuer. Teilweise 10 bis 20 Mal so teuer wie normalen Kaffee. Da kommt halt das zweite Wort ins Spiel. Blend. Das bringt euch und vielleicht auch uns ein bisschen runter von dem Hype-Train. Da ist nicht wirklich viel Kona mit drin, sondern es ist einfach Kona-Kaffee, um die 10% vermutlich, versetzt mit um die 90% normalem, nicht so qualitativ hochwertigen Kaffee. Und dann dazu halt noch den ganzen anderen Shit, den man kennt. Milch, Energy, Wasser, Zusatzstoffe. Hallo. Ihr kennt die Geschichte. Designtechnisch ist das hier auf jeden Fall eine der interessantesten Dosen, die ich jemals von Monster gesehen habe. Der Hintergrund ist so gräulich bis schwarz. Ich interpretiere es jetzt einfach mal als Vulkansteine. Ja, dann die Monsterkralle, braun wie Kaffee, umrandet von einem sehr edlen Gold. Genau wie der Schriftzug darunter. An den beiden Seiten sieht man dann Sachen, die mit der hawaiianischen Kultur in Verbindung gebracht werden können. Also Bäume und Pflanzen. unten so eine kleine Hütte und dann natürlich auf beiden Seiten sehr prominent diese Tiki-Masken. Alles spricht da drauf. Hawaii und Kaffee. Und jetzt bin ich sehr gespannt, den hawaiianischen Kaffee zu probieren. Ah Gott, der explodiert ja. Wow. Und ich rieche den Kaffee bis hierhin. Also riecht einfach nur nach Kaffee, würde ich sagen. Oder Eiskaffee. Ja. Also da ist keine Überraschung. Aber ja, let's go. Oha, der Kaffee. Mhm. Der Kaffee kommt durch. Yo. Klar, richtig süß. Eiskaffee-Niveau irgendwie ja, wieder. Ja, auf jeden aber Fall. Im Nachgeschmack kommt da auf jeden Fall was anderes. Eine eigene Note raus. Ah, und jetzt am Ende kommt echt auch noch so die bittere Kaffeebohne. Je länger du wartest, ne? Desto mehr entfaltet sich ja. Das. Richtig spannend. Ah. Zur genaueren Geschmacksbeschreibung. Wenn man den Schluck gerade nimmt, dann hat man vor allem einen süßen Eiskaffeegeschmack. Da aber so süß und der Kaffeegeschmack so im Hintergrund, dass es fast süße Milch sein könnte. Ja, genau. Dann kommt aber, wenn die Geschmacksreise gerade ihren Gipfel erreicht, zum Glück muss man sagen, auch der Kaffeegeschmack endlich an. Ja. Der Kaffeegeschmack ist aber, müsst ihr euch so vorstellen, als wäre die Bitterheit einfach komplett abgesenkt. Das ist wirklich nur ein Kaffeegeschmack in ziemlich süß, aber vielschichtiger und interessanter als der Geschmack, den man am Anfang hat und als der Geschmack, den man von Eiskaffee kennt oder an Kaffees generell. Ja. Wenn man den Schluck gerade abgeschlossen hat, ist zum Glück aber auch dieser Kaffeegeschmack, den ich eben beschrieben habe, das, was als Nachgeschmack bleibt. Mhm. Nicht irgendwie die Süße, die vielleicht unangenehm an den Zähnen kleben bleibt, sondern eben dieser Kaffeegeschmack. Und der bleibt auch recht lange. Wenn man jetzt aber stetig die Schlücke trinkt und relativ schnell hintereinander, dann wird diese Geschmacksexperience, die ich eben beschrieben habe, man gewöhnt sich dran und es wird verwaschener. Und es schmeckt immer mehr und mehr wie ein herkömmlicher Eiskaffee. Mhm. Wenn man aber eine Pause lässt, dann ist man wieder back bei der, ja, bei der relativ interessanten Eiskaffee-Geschmacksexperience. Ja. Ja, Eiskaffee. Ja, Eiskaffee halt, ne? Der Monster Java Kona Blend hat bei mir am Anfang sehr hohe Erwartungen geweckt, muss ich sagen. Das Design ist sehr episch und auch der Name verspricht ja, dem Namen nach, Premium-Kaffee-Erfahrung. Das war für mich hier leider nicht drin. Hebt sich tatsächlich wirklich nicht von den anderen Javas ab, ist am Ende des Tages ein sehr süßer Eiskaffee. Kann man jetzt im Nachhinein auch sagen, war eigentlich erwartbar, ist halt immer noch ein Monster, ist immer noch ein Massenprodukt.
Dementsprechend ist die Enttäuschung jetzt auch nicht allzu groß. Im Vergleich zu anderen Monster Energies, also nicht Yawas, sondern wirklich den Energies, kann er meiner Meinung nach nicht mithalten. Der Energy-Geschmack fehlt halt komplett. Und es gibt in Supermärkten genügend plörrige, süße, billige Eiskaffees. Oh. Und auch von den anderen Yawas hebt er sich nicht genügend ab, um eine bessere Bewertung als die zu rechtfertigen. Deswegen bleibt es bei mir für ihn auch bei einer 6 von 10. Meine Bewertung zu dem Kona Blend. Ich finde, Erwartungshaltung von dir war ein gutes Stichwort. Denn auch wenn, klar, es war ein Monster und man kann mit, wenn man rational rangeht, natürlich einen süßen Eiskaffee erwarten, kein Premium-Kaffee. Aber ich meine, die schreiben das buchstäblich hier auf den Klappentext auch mit drauf, auf Premium-Kaffee und so weiter, wollen die hinaus. Und am Ende war es das halt eben nicht. Ja. Trotzdem will ich die Erwartungshaltung jetzt nicht negativ in mein Review einfließen lassen. Trotzdem aber, ich glaube, die Leute, die wirklich diesen besonderen Kona-Coffee mal getrunken haben, werden sagen, das ist halt einfach süße Eiskaffee. Muss man ehrlich sagen. Also, man darf hier nicht zu viel erwarten. Design trotzdem sehr geil. Am Ende des Tages reiht er sich halt eben als Eiskaffee in mein Energy Rating ein und an dem Maßstab sehr guter Energy Drink wird halt eben gemessen. Deswegen ist er bei mir, ich mag Eiskaffee ein bisschen weniger als du, nur eine 5 von 10. Monster sagt Mahalo. Wir sagen Maha auf Wiedersehen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Java Monster Kona Blend denkt. Wir sehen uns das nächste Mal und wir sagen, nein, wir sagen nichts. Ach, scheiße. Ciao!